So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Thomas sagt immer, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Deswegen jetzt erstmal ein Bier saufen. Denn wir haben ja wieder den Bier-Adventskalender. Ich muss mich nämlich beeilen. Ich muss nämlich gleich schon wieder... Ne? Und deswegen muss man jetzt erstmal vorher, damit man das alles und überhaupt... Wir sind... So wie es ausschaut beim Türchen Nummer 18, denn was Niedrigeres sehe ich hier nicht mehr. Ah, die 18, die Füße, Hast du schon mal solche Füße gesehen, die hier runterhängen? Diese kleine Lappen da. An die Lappen. Bibi! Das ist aber auch nervig mit mir, oder? Ich kann nicht einfach dich mal du sein lassen. Wir machen jetzt hier die 18 auf. Und zwar so, dann machen wir das hier ab und tun wir das hier rüber. Das ist die Tüte, um die es heute geht. Die ist wieder ein bisschen heller von Sinnen, deswegen machen wir die, räumen wir die mal auf. Ich werde von Tag zu Tag fertiger mit der Welt, mit den Nerven. Guckt mich nicht an. Da. Ich muss mir wirklich mal die Haare machen, irgendwann demnächst, dann sitze ich hier da, ohne was. Adi Schwagofatz, das klingt gut. Hui, Mensch, du knabberst ja richtig rum und zitterst. Jetzt musst du dich sogar schon hinstellen, weil es so lecker ist. Den Rest gebe ich dir wieder hier rein, damit du das in Ruhe noch naschen kannst. Und wir... den Papa aufmachen hier, auch mit der Nummer 18, direkt hier drin, im Hopfen. Im Hopfen haben wir ein Erlbräu. Was schon wieder? Die haben es aber mit ihrer Natur, oder? Das ist alles so natürlich und so öko und so mit Pferden und Reitern. Erlbräu, ein silberner Deckel und ein ehrliches Bräu. Dann guckst du hier vorne, denkst erstmal, hier hast du ein riesengroßes Sub von Subway, dabei ist das wahrscheinlich einfach nur eine Landschaft. Seit 1871 Erlbräu Festbier. Und dann hast du das dazu. Das sind auf jeden Fall zwei Bläser. Der eine hat ein und der andere hat was anderes. Eine Trompete und der andere hat ein... Ich weiß nicht, was es ist. Grad, deswegen. Und dann Festbier, Arno, 1871. Ja, das sieht aus wie ein Spielzeug. Finde ich jetzt nicht so. Also ich finde nicht, dass das jetzt extrem detailliert ist. Der Hintergrund ist einfach nur komplett grün. Hier auch. Es ist irgendwie halt eher schlicht und bunt und kitschig und keine Ahnung, hinten ist auch gar nichts drauf. Da haben sie also wirklich gespart. Also, ich glaube, das kommt trotzdem bei vielen gut an, die einfach sagen, ah, ohne viel Schnickschnack, einfach Bier, fertig, auf. Naja, aber für mich spricht es jetzt nicht so an. Ich würde sogar nur einen Punkt geben, 1 von 5 für das Etikett, weil ich habe jetzt genug von Bergen, von Landschaften, von irgendwas. Ich brauche was jugendlich Spritziges. Ich weiß nicht, am besten eins mit so einem Wrestling-Ring und zwei Wrestlern und dann kommt hinten noch einer und dann ist noch ein Schiedsrichter dabei und dann Hell in a Cell Match und Käfig und Hossa und alles andere noch dazu. Aber sowas wird es wohl leider nicht geben. Wir schenken es uns jetzt einfach mal ein. Ich sehe die ersten Folgen, die waren auch noch jugendlich spritzig und je mehr Folgen wir machen davon, desto abgefuckter wird alles. Jetzt sieht die Flasche aber gut aus. Wenn ich das jetzt so hier halte und so hier reinfülle, macht das einen richtig guten Eindruck. Ich glaube, ich muss nochmal anfangen. Ich muss das Bier nochmal zurückfüllen in die Flasche, muss sie nochmal zumachen. Der Adi muss nochmal die Snacks raustun. Jetzt muss ich schon mal da rumziehen, damit das nicht runterdröppelt. Wir kommen zu Farbe. Farbe und Schaum. Das perlt wie Sau, noch nie so was Perliges gesehen, wie das hoch driftet alles. Deswegen hat es auch so eine fette Schaumkrone. Die schäumt oben wirklich so, also die Schaumkrone passt. Die Farbe, sie ist an sich klar,
Sie ist klar, sie ist kräftig. Ich glaube, ich würde die, für diese Farbe sogar 5 Punkte geben. Es ist nicht ausgewaschen, es ist nicht trüb. Es sieht einfach genial aus. Das ist ein schönes Bier. Ja gut, vielleicht ist es auch wieder zu dunkel oder weil es zu sehr perlt. Vielleicht geben wir auch doch nur eine 4. Ich glaube, ich habe schon eine gehabt, die auf Anhieb irgendwie anders war. Wir machen mal eine 4. 4 Punkte, nicht 5 Punkte. Ich kann mich entsinnen, das sah doch schon mal besser aus. Jetzt, wo ich so halte, sehe ich ganz deutlich den Unterschied. Natürlich, dass das keine 5 Punkte sind. Obwohl der Schaum oben genial aussieht. Guckt euch den Schaum an. So, wir kommen zum Geruch. Der ist ja auch wichtig. Was haben wir denn jetzt? 1 fürs Etikett, 4 für die Farbe, Geruch. Riecht nach Bier. Also ist nicht süßlich, ist nicht eklig, ist nicht total, oh mein Gott, was ist da denn los? Riecht eigentlich so, hat so eine normale Biernote. Nichts Spektakuläres. Ich glaube, wir könnten einfach, wir geben eine 3 bei Geruch. Das ist so, ja, sonst haben wir 3 gegeben, wenn wir nichts gerochen haben. Jetzt geben wir eine 3, wenn wir Biergeruch wahrnehmen. Macht auch keinen Sinn, aber irgendwie haben wir schon verschiedene bessere Stufen gehabt bei 4 und bei 5, dass das noch ein bisschen drunter ist. Wir hätten die ersten 3 nicht vergeben sollen, die 3 hätten immer 2 sein müssen und das müsste jetzt eine 3 sein, dann wäre es perfekt. 3 auf jeden Fall bei Geruch, wir haben also 1, wir haben 4 und wir haben 3. Das heißt, wir brauchen noch eine 2 oder eine 5. Mal gucken, was der Geschmack sagt. Ich habe solche Bauchschmerzen schon wieder. Schmeckt wieder ein bisschen seifig im Abgang auf der Zunge, dass das halt, also es ist nicht so extrem bitter, aber es ist so ein bisschen säuerlich, ein bisschen ein bisschen verwaschen, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Das ist auf jeden Fall keine 5. Ich würde auch keine 4 geben. Komischerweise, je mehr du trinkst, desto besser wirkt es. Aber irgendwie hat es trotzdem immer noch eine leicht säuerliche, brennende Note. Und dann halt eben dieses diesen Seifespender, den du da im Mund hast. Dürfte also eigentlich auch keine 3 sein. Oh ne, jetzt kommt's. Je länger man das dann hat, diesen Nachgeschmack, desto komischer schmeckt der. Das nimmt es auch automatisch von der 3 weg. Wirkt dann doch auch ein bisschen zu bitter. Ich würde auf eine 2 oder auf eine 1 gehen, weil direkt beim Trinken ist es eigentlich noch fast sogar angenehm. Wird dann nur komisch. Ohne das Komische wäre es noch wieder anders. Ich glaube, ich gebe auch hier eine 2 beim Geschmack. Das wird sicherlich heute an mir liegen. Ich merke, heute ist nicht mein Tag. Ne? Heute ist nicht mein Tag. Wir geben noch eine 2. Beigeschmack, hauen da noch einen raus. Probieren jetzt mal den Rest, gucken mal, ob sich noch was ändert. Ich werde diesen Eindruck, diesen Geschmack von Seife einfach nicht los. Deswegen, ich bleibe bei der 2. Eine 2 für das Seifenwasser, das dunkle, abgestandene. Das habe ich irgendwie beim Trinken zwischendurch kurz meinen Mund aufgemacht, dass alles rausgelaufen ist. Habe ich auch sonst noch nie gemacht. Okay, der Pullover muss noch ein paar Folgen durchhalten. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Adi Schatz, alles Gute.